Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Märkte und Trends 2022, Aufschwung All Inclusive. Mein Name ist Ralf Umlauf und mit meinem Kollegen Christian Apelt wende ich mich dem Dollar, dem Franken und den Kryptowährungen zu. Christian, All Inclusive heißt für uns Aufschwung mit Preissteigerung und einer Wende in der globalen Zins- und Geldpolitik. Auch beim Dollar? In der Tat, das ist ein wichtiger Faktor beim US-Dollar. Der US-Dollar hat im bisherigen Jahr schon deutlich aufgewertet. Deswegen, man sieht hier den Euro-Dollar-Kurs, dass er fällt. Das heißt, der US-Dollar hat zugelegt, nicht nur gegenüber dem Euro, auch gegenüber anderen Währungen. Der klassische Treiber da ist die Geldpolitik bzw. die Erwartung, dass die US-Notenbank eine andere Geldpolitik betreiben wird im nächsten Jahr, sprich die Zinsen erhöhen wird, während die EZB aktuell noch sehr, sehr vorsichtig ist. Und damit wird der Dollar attraktiver mit höheren Zinsen gegenüber den Euro und anderen Währungen. Jetzt ist allerdings auch schon sehr viel passiert am Devisenmarkt. Der Euro-Dollar-Kurs hat schon sehr viel vorweggenommen. Und dazu muss man auch sagen, dass die US-Notenbank zwar den Zinsen erhöhen wird, die Zinsen erhöhen wird, aber doch sehr, sehr vorsichtig, sehr langsam. Und die Zinsdifferenzen, die aktuellen, zeigen auch, dass der Dollar gar nicht so viel attraktiver geworden ist, gemessen an dem, was der Devisenmarkt jetzt schon widergespiegelt hat. Und irgendwann gilt natürlich auch, nach der US-Notenbank ist vor der EZB. Das könnte dann wiederum den Euro ein bisschen Auftrieb geben. Also von daher schon sehr viel vorweggenommen. Längerfristig gibt es ohnehin gewisse Bedenken bei dem Dollar, weil er halt auch überbewertet ist aus längerfristiger Sicht, sodass wir fürs nächste Jahr da jetzt gar nicht so ganz positiv sind, sondern wir erwarten so eine Kursbewegung beim Euro-Dollar-Kurs im Bereich 1,15, 1,20 in der ersten Teil des Jahres, dann eher Richtung 1,15 mit dem Rückenwind der Geldpolitik und dann gegen Ende vielleicht doch nochmal die 1,20. So viel zum Dollar, aber gibt es nicht zur Weltwährung US-Dollar Alternativen, zum Beispiel Bitcoin und Co.? Nun, Bitcoin und Co. werden den US-Dollar als Weltreservewährung Nummer 1 auf Jahre hinaus nicht ablösen können, wenn überhaupt. Der Begriff Währung in diesem Wort suggeriert, dass es sich um Geld handelt. Das ist aber gar nicht so. Bitcoin und Co. erfüllen die Geldfunktionen in der Regel nicht, nicht in Europa und auch nicht in den USA. Insofern ist inzwischen vielmehr die Rede von digitalem Gold, also einer Assetklasse, eine Anlageklasse, die unter Umständen gesucht wird und entsprechende Kurssteigerungen auch verbuchen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich den Blick aber vor allem auf den beginnenden Trend der Tokenisierung lenken. Denn zukünftig wird es möglich sein, Eigentumsrechte an unterschiedlichen Vermögensgegenständen auf der Blockchain zu speichern, zu verwalten und auch zu handeln. Das ermöglicht eine Fülle von Anlagemöglichkeiten, auch für Kleinstbeträge. Insofern ist hier der Blick auf diese neue Technologie, dieses neue Universum an Anlagemöglichkeiten zu richten und die Chancen im Blick zu behalten, aber selbstverständlich auch die Risiken. Denn nicht Kryptoasset ist gleich Kryptoasset, sondern gerade bei der Tokenisierung ist wichtig, welche Eigentumsgegenstände dort hinterlegt sind. Daran bemisst sich der Kursverlauf in der Zukunft, welche Werthaltigkeit diese Gegenstände haben. Insofern sind da durchaus auch Risiken vorhanden, möglicherweise auch bis hin zum Totalverlust. Daher die Frage, gibt es nicht in der traditionellen Währungswelt noch etwas Interessantes? Ja, ganz klassisch interessant ist für gerade Privatanleger der Schweizer Franken. Der Schweizer Franken ist gewissermaßen sicherer Anlagehafen. Man sieht hier den Euro-Franken-Kurs, der ist gefallen. Das heißt, der Franken hat gegenüber dem Euro aufgewertet, relativ deutlich im bisherigen Jahr. Auf den ersten Blick denkt man sich natürlich, okay, Pandemie, Inflation, das sind Unsicherheitsfaktoren, weshalb der Franken profitiert hat. Genau genommen ist es aber gar nicht so ganz klar, denn die Risikoneigung an den Kapitalmärkten war sehr hoch. Die Aktienmärkte haben ein Allzeithoch nach dem anderen gemacht, sodass eigentlich die Risiko gar nicht Risiko, also die sicheren Anlagehäfen gar nicht so gefragt werden. Von daher ist es durchaus untypisch und wir sehen auch eine gewisse Marktübertreibung zugunsten des Frankens. Wenn dann im nächsten Jahr wahrscheinlich dann halt auch die Zinsen weiter steigen werden, und das wird das eher den Franken belasten, weil er dann einen Zinsnachteil erleidet. Und das dürfte eher wieder zu höheren
Wechselkursen, also im höheren Euro-Franken-Kurs, führen eher im Bereich so 1,08 bis 1,10. Diese Prognose ist eingebettet in unser Gesamtszenario, das wir als Ausschwung All-Inclusive bezeichnen. Wir haben aber auch ein Negativszenario, den Horrortrip, und das Positivszenario, die Traumreise. Ja, haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann klicken Sie doch gerne rein bei uns auf helabar.com. Dort gibt es einen ausführlichen Überblick zu den eben angesprochenen Devisenprognosen, aber auch zu anderen Tabellen und Übersichten sowie den Jahresausblick als PDF zum Download und viele weitere Videos zum Thema. Vielen Dank fürs Reinschauen. Lassen Sie uns ein Like da und bis zum nächsten Mal.